Hallo und willkommen zu den Excel-Tutorials Teil 6a. Mein Name ist Andreas Theos und in diesem Tutorial geht es nochmal um die Gruppierung von Zahlenwerten, und zwar, wenn wir mehrere Pivot-Tabellen auf Basis der gleichen Datenliste haben, wird standardmäßig seit Excel 2007 der Pivot-Cache nur einmal angelegt und auf Basis dieses Caches werden halt die ganzen Pivot-Tabellen gefüllt. Doch was passiert nun bei der Gruppierung? Ich erstelle nochmal ganz kurz hier auf Basis dieser Tabelle eine kleine Pivot-Tabelle, klick hinein, einfügen, Pivot-Table, und ich brauche wirklich nicht viel, ich benenne das auch mal nicht. Ich nehme hier Produkte und Umsätze in die Werte. So, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, so eine Pivot-Tabelle nochmal anzulegen oder zu kopieren. Steuerung C, Steuerung V, pack die einfach mal daneben. Wenn ich mir mal anschaue, ich habe hier auf der rechten Seite in der Feldliste die Überschriften. Und wenn ich nun hier gruppieren sollte, das habe ich in Tutorial 5 gemacht, Namen gruppiere, dann, ich klicke mal auf Optionen, auf Gruppenauswahl, dann wird hier das Feld Produkt 2 mit eingefügt, aber auch meine zweite Pivot-Tabelle zeigt Produkt 2. Moment, das kann ich ja hier wieder rausschmeißen. Das heißt, hier ist gruppiert, auf der rechten Seite nicht, aber Produkt 2 steht mir zur Verfügung. Das heißt, die Pivot-Cache-Werte hier sind in beiden Tabellen verändert worden. Wenn ich jetzt nicht Produkt nehme, so, hier schmeiße ich auch nochmal das Produkt raus, sondern das Datum. Ich nehme jetzt mal in der linken Tabelle das Bestelldatum, und da haben wir in Tutorial 6 gesehen, man kann hier nach Monaten und Jahren gruppieren. Das heißt, ich klicke hier hin, klicke auf Gruppenauswahl, wähle Monate und Jahre und klicke auf OK. So, dann gibt es hier die Monate und die Jahre. Die Jahre sind neu. Bestelldatum, das Bestelldatum als Monat angezeigt wird, das steht hier nicht. Wenn ich Jahre ausschalte, sehe ich, aha, das ist das Bestelldatum. Das Bestelldatum wird mir jetzt statt Einzelwerten, also gruppiert, als Monat angezeigt. Wenn ich nun hier in der zweiten Pivot-Tabelle bin und jetzt das Bestelldatum hier nutze, wird mir das ebenfalls gruppiert. Das heißt, eine Gruppierung eines Feldes hat Auswirkungen auf den Pivot-Cache und schlägt in alle anderen Pivot-Tabellen durch. Zum Beispiel habe ich diese Daten auch genutzt, hier in einer anderen Tabelle. Auch hier wurde auf einmal gruppiert, die habe ich doch gar nicht angepackt. Und auch hier, ich nehme das Bestelldatum mal darüber, werden mir jetzt die gruppierten Werte angezeigt. Wenn ich also einen wirklich unabhängigen Cache haben möchte, bei dem die Gruppierung hier nicht hier durchschlägt auf Monaten, sondern wieder die Einzeldatumswerte hat, darf ich halt nicht den gleichen Cache nutzen und lege vielleicht mit einer neuen Pivot-Tabelle über Alt-NP, über den alten Pivot Chart Assistant, Pivot Table und Pivot Chart Assistant, hier eine neue Pivot-Tabelle an, die aber einen eigenen Pivot Cache hat. Ich klicke mal auf Nein, ich möchte nicht den vorhandenen nehmen und lege halt jetzt die Tabelle wieder hier neben. So. Und wenn ich hier jetzt das Datum verwende, Moment, erstmal in der linken, die schon da ist, das Bestelldatum, da sieht man, da sind dann die Monate gruppiert, gehe ich in meine neue Tabelle und nutze das Bestelldatum, habe ich die Werte wieder in ihrer einzelnen Ausprägung.